Hallo, mein Name ist Alexander Groß. Ich bin einer der Veranstalter des Open Space und technischer Geschäftsführer von Groß Weber. Im Jahr 2012 haben wir jetzt den 5. Open Space in Leipzig und aus meiner Sicht war es wieder ein schöner Erfolg mit ungefähr 180 angemeldeten Teilnehmern. Die Idee zum Open Space kam uns Anfang 2008 durch Einflüsse aus den USA. Wir haben also von den Alt.net-Konferenzen gehört und wollten etwas ganz Ähnliches in Deutschland etablieren, nämlich eine Konferenz, die nicht aus normalen Beiträgen durch Sprecher besteht, sondern eben selbst durch die Teilnehmer geprägt und gestaltet wird. Dazu treffen wir uns zum 5. Mal hier in Leipzig, um morgens das Programm für den Konferenztag zu bestimmen, wobei jeder Teilnehmer die Themen einreichen kann, die ihn selbst interessieren, wo er Fragen hat, wo er etwas beitragen möchte, wo was vorgetragen oder diskutiert werden soll. Ja, wollt ihr nächstes Jahr auch wieder einhalten? Es wird auch im nächsten Ausrichten? Jahr, es wird auch im nächsten Jahr wieder ein Open Space geben, wieder in der 3. Oktoberwoche 2013, wieder am Wochenende, sodass jeder die Gelegenheit hat, daran teilzunehmen und ja, zu den gleichen Bedingungen. Ist es hier in Leipzig einzigartig in Deutschland oder gibt es da noch woanders welche? Also zumindest in dem Bereich, in dem wir uns bewegen als Softwareentwickler, ist mir keine vergleichbare Konferenz bekannt. Es wird sicherlich Open Spaces auch auf klassischen Konferenzen geben, wobei das dann eben sehr eingeschränkt ist. Also beispielsweise einen Nachmittag als Open Space zu gestalten oder einen Tag, währenddessen wir uns hier auf 2 Tage Open Space konzentrieren. Und in diesem Jahr hatten wir zum ersten Mal am Freitag einen Workshop-Tag noch gesondert dazu, wo 9 Sessions parallel liefen mit Workshop-Themen von REST über Domain-Driven Design, Command Query, Responsibility Segregation, Sprechtraining, Test-Driven Development und so weiter und so fort. Karlsruhe, wie steht der im Verhältnis zu Leipzig? Der Karlsruhe Open Space hat mit den Organisatoren aus Leipzig weniger zu tun. Wir wurden, ich glaube es war 2009, von den Karlsruhern angesprochen, ob es möglich ist, ein Open Space in Süddeutschland zu etablieren. Und wir haben uns dazu entschieden, unsere Infrastruktur und die Webseite zur Verfügung zu stellen für die Kollegen aus Karlsruhe. Und seitdem wird der Open Space in Karlsruhe, der im Sommer stattfindet, im Juni oder Juli, unabhängig von uns organisiert. Mhm. Jetzt heißt es seit diesem Jahr Developer Open Space statt .NET Open Space. Welche Gründe gibt es dafür? Ja, das ist richtig. Wir hatten 2008, als wir die Konferenz begonnen haben, waren wir hauptsächlich im .NET-Bereich unterwegs, als C#-Entwickler, als Windows-Mobile-Entwickler und hatten eben sehr starken Fokus auf das .NET-Framework oder das .NET-Ökosystem. In den letzten Jahren hat sich aber ganz einfach herausgestellt, dass die Entwickler ein viel breiteres Interessenspektrum entwickelt haben. Also wir haben relativ zeitig angefangen, uns mit quasi fremden Technologien auseinanderzusetzen, wie beispielsweise Ruby, Python, Editoren wie Vim, die im .NET-Bereich gar nicht so stark vertreten sind. Hm? Und aus dem Grund haben wir uns dazu entschieden, dieses Jahr das Spektrum ein bisschen weiter zu fassen, um auch einfach mehr Leute einladen zu können aus anderen Communities, Ruby, Java und so weiter und so fort, JavaScript natürlich auch, sodass ja, der Themenfokus nicht auf diesen .NET-Bereich liegt, sondern viel breiter gefasst wird. Okay, danke für das Statement.